So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder Bakugan. Bälle, Monster, Drachen, Kämpfer, ganz wie ihr es sehen wollt. Ja, und dieses Video wollte ich eigentlich schon längst machen. Ich habe ja mal eins angeboxt, das war ja dieses hier. Das sind ja diese Kugeln, diese Pakete, die man eigentlich nicht so kaufen kann. Das sind diese Pakete, die immer in das Five-Magazin drin gewesen sind. Das erste habe ich euch ja gezeigt und habe gesagt, es gibt 10 oder 11 verschiedene in die Five-Magazine. Ja, es gibt 11 verschiedene. Aber ich habe diesen einen hier, den ich schon mal angeboxt habe, und diese 7. Das bedeutet, ich habe nur 8 verschiedene. Aber ich wollte jetzt nicht nur warten, bis der ein oder andere Kollege mir das andere besorgen kann. Flohmärkte gibt es ja zurzeit nicht, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, öffne ich jetzt 7 verschiedene Bakugans. Battleplaneten. Monster, Bälle, Dinosaurier, ganz wie ihr es sehen wollt. Da sind auch einige bei, die ähneln sich ganz schön. Seht ihr das? Die ähneln sich von der Farbe, von der Form her so ein bisschen, aber sie sind anders. Welche ich zum Beispiel richtig cool finde, ist hier, hier. Der ist richtig cool. Oder der. Der ist mega. Aber nichtsdestotrotz. Fangen wir jetzt... Oh, hier sind auch 2 ähnliche, wie ich gerade sehe. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt alle 7. Und den einen kann ich euch dann auch mal zeigen. Das heißt, ich habe nach diesem Video 8 verschiedene ausgepackt. Besitzen tue ich es ja schon. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt direkt mal an. Und ja, es ist eigentlich, Bakugan ist eigentlich eine ganz alte Geschichte. Aber jetzt durch dieses Five-Magazin kam die ja ganz schön wieder ins Gespräch, wo noch einige wieder verkauft in die Geschäfte. Scheint wohl wieder jetzt so ein kleiner Hype drauf gewesen zu sein. Oder vielleicht kommt ja der kleine Hype noch. Das sind ja immer hier die Karten. Radikal aufmachen. Und so eine kleine Stellfläche, wo Tesafilm jetzt dran klebt, wo ihr eure Kugel immer ablegen könnt. Oder euer Drache, euer Monster. Das sind jetzt die passenden Karten dazu. Sehen richtig wild aus. Aber schauen wir uns den ersten mal an. Ja, sieht aus wie so ein fliegendes Pferd, fliegendes Einhornpferd. Seht ihr das? Ist natürlich richtig witzig. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung. Dann kann man den komplett... Ah, so rum wieder eingeklappt. Ja? Drache raus. Schwanz so. Kopfmäßig so rein. Ah, so. Da ist die Kugel fertig. Und das sind ja, wie gesagt, diese Magnetkleinteile, die man dann auf das Spielfeld so komplett aufbaut. Ich habe hier noch 2. Dann rollt man die Kugel rüber. Und bei irgendjemand müsste die eigentlich aufgehen. Ah, bei diesen. Habt ihr gesehen? Dann ist es wie magnetisch. Sie klebt runter. Wenn der Magnet so richtig gehalten hat, dann habt ihr ja die Punkte. Sieht aber richtig witzig aus. Muss ich erst lassen. Kommt mal weg. Öffnen wir jetzt den zweiten. Ha, das ist der ähnliche, bloß in Rot. Würde ich behaupten. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Schauen wir uns natürlich jetzt auch an. Ups. Das war eine Planetenchip, der runtergefallen ist. Oder Magnetchip, hol ich gleich drauf hin. Aber ich finde, so. Das sind die Karten. Und ihr seht schon, mit den Weißen, er hat eine absolute Ähnlichkeit. Ausgepackt. Ah, für mich ist der, seht ihr das? Ist der absolut identisch. Bloß eine andere Farbe, andere Name. Aber sonst wirklich.
Also, deswegen gibt es wahrscheinlich so viele, weil einfach nur eine andere Farbe ist und dann wird er anders genannt und dann passt es auch. Und ihr seht, ah, der war jetzt zu früh drin. Jetzt brauche ich mal einen Magnet. Nein. So, den Kopf rein. Füße zusammen. Flügel. Ist dieselbe Kugel, bloß in Rot. Magnet brauche ich jetzt, dass er aufgeht. Also, es sind für mich die absolut identischen. So, kommen wir nun zum dritten, den ich auch vergleichen kann mit diesen hier. War jetzt natürlich ein bisschen anders auspacken. Und wie gesagt, das sind so Pakete, die man eigentlich so in Handel nicht kriegt. Die kriegt man nur bei den Five-Magazine oder eben auf Flohmärkte. Im Internet werden die teilweise angeboten. Die ausgepackten, aber zum Verkauf waren die eigentlich nie bestimmt. Aber sie werden jetzt verkauft. Die Karte sieht schon mal richtig cool aus, finde ich. Zwei Chips. Sieht man, der ist so richtig hoch, groß. Also, ja, die Hälfte, knapp die Hälfte größer, aber nur weil er sich so aufstellen kann. Hier haben wir so eine Art, eindrehen. Alles zusammen. So, sieht natürlich nicht schlecht aus, die Kugel. Springt auch auf. Ah ja, was man von denen halten soll. So, jetzt kommt der, der fast identisch ist. Ja, die Magnetchips. Dann die Karten. Ah, skorpionmäßig. Und dann die Figur. In sich. Na, ihr seht schon, packen wir den mal. Wo kommt jetzt der? Der Stachel wird nur mal so eingeklappt. Aber das geht nicht. Doch. Und dann der Kopf so. Ah, doch, so rum. Ja, man muss immer erst gucken. Seht ihr? Hat dieselbe Größe, bloß eben anders geformt, weil es skorpionmäßig sein soll. Aber die Farbe, ihr seht es selber, absolut identisch. Na, sind trotzdem verschiedene. Jetzt den gleichen, fast nochmal in Rot. Chips rauspacken. Die Karte entnehmen. Ah, seht ihr? Nicht schlecht, kommt natürlich weg. So, die Karten sind natürlich. Das ist der erste, der irgendwie festgemacht ist. Das ist der erste, der irgendwie festgemacht ist. Muss man. Kleine Teile weg. So. Und seht ihr? Sieht aus wie so eine Schildkröte. Ah, eine Panzerschildkröte wird so einge. Ah, so. Schwanz rein. Naja, was man davon halten soll. Aber es funktioniert. Wird nicht sehr viel größer, aber hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Das dazu. Zwei Stück habe ich noch, die ich richtig cool finde eigentlich. Nicht nur eigentlich.
Grillchips wieder raus. An der Seite. Die Karte. Sieht richtig witzig aus, der Bär mit den leuchtenden Augen, muss man echt sagen. Ah, ist aber eine Wippne, es sei denn, Magnetplatte. Ah, auf der Platte bleibt er stehen, seht ihr das? Sonst, weil der nämlich hier unten abgerundet ist, aber auf eine Platte bleibt er stehen. Grimmige Zähne, einfach nur eindrücken. Ah, die Ohren kann man reindrehen, aber sonst. Ja, auf der Platte bleibt da stehen. Also wenn ihr den als Deko benutzen wollt, müsst ihr immer unten eine Platte hinstellen, dann passt das natürlich. Ist natürlich richtig witzig. Ein Wackelkopf, aber der hat was. Muss ich echt sagen, der ist einer, der mir am besten gefällt. Kommen wir jetzt zu meiner letzten, die ich auch ganz interessant finde. Und wie gesagt, kennt ihr sie? Habt ihr sie schon? Sammelt ihr die? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren. Ihr wisst es ja. Für mich und alle anderen natürlich. Weil der eine mag sie, der andere mag sie nicht, ist ganz klar. Man kann nicht alles mögen, aber ihr seht schon, 1, 2, 3, 4 Köpfe. Die Karte hat auch was. Dann Magnetplatten raus. Und Mehrkopfdrache. Der ist wieder festgemacht. Ah, deswegen geht er nicht raus. Der ist wieder festgemacht. Verstehe ich nicht, dass einige. Festgemacht sind. Und dann natürlich so, dass man sich nicht gut geschickt dabei anstellt. So. Hat natürlich eine posante Größe, weil er eben 1, 2, 3, 4, 5 Köpfe hat. Aber ist richtig schön groß, genau wie der eine. Aber das Volumen, das passt, das sieht natürlich viel interessanter aus. Ja, ah, so rum wird er zusammengesteckt. Dann bleibt der Ball zusammen, springt auch auf. Also, sind richtig schön witzig und anzuschauen. Ich werde natürlich jetzt mal eben noch die Kameraperspektive umstellen. Aber wie gesagt, ihr schreibt mir alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt, werde ich natürlich unter dem Video verlinken. Sicher und bequem auf jeden Fall. Günstiger? Naja, glaube ich nicht so, weil die haben einen gewissen Preis, haben die schon. Aber es gibt auch größere. Ich versuche mal irgendwas von der Bakugans unter ein Video zu verlinken. Wie gesagt, sicher und bequem auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber mal schauen. Aber ansonsten bin ich jetzt auf eure Meinung gespannt. Die beiden gefallen mir am besten, muss ich echt sagen. Jeder hat einen anderen Geschmack. Wie gesagt, mir gefallen die am besten. Wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt, verlinke ich unter ein Video. Ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Das Wichtigste ja sowieso. Bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.